Die fiesesten Arbeitgebertricks bei einer Kündigung. Unsere Miniserie. Heute Teil 3. Die Zeugnisverweigerung. Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und auf vielfachen Wunsch von Arbeitnehmern, aber ich hatte den Verdacht auch von Arbeitgebern, machen wir eine Miniserie zum Thema die fiesesten Arbeitgebertricks bei einer Kündigung. Wir machen auch nochmal eine Serie, übrigens fieseste Arbeitgebertricks im laufenden Arbeitsverhältnis. Aber hier geht es konkret um die Situation, Kündigung ausgesprochen, was sind dann die fiesesten Tricks? Und jetzt kann man das fast nicht Trick nennen, aber wie sollte ich es hier nicht erwähnen? Ja, ich muss das hier irgendwie unterkriegen, ist die Zeugnisverweigerung. Ich habe ja als Arbeitnehmer grundsätzlich den Anspruch auf ein Zwischenzeugnis im laufenden Arbeitsverhältnis und auf ein Arbeitszeugnis, Beendigungszeugnis beim beendeten Arbeitsverhältnis. Und dann gibt es so ein Zwischending, wenn ich eine Kündigung ausgesprochen habe, dann nennt man das vorläufiges Beendigungszeugnis. Ja, also das ist noch kein Beendigungszeugnis, ist auch kein Zwischenzeugnis mehr, aber sozusagen, man sagt immer dazu vorläufiges Beendigungszeugnis, damit man sich bewerben kann. Ja, und normalerweise ist das doch das Interesse des Arbeitgebers, der seinen Arbeitnehmer loswerden will, den mit so einem Zeugnis zu versorgen, damit der sich möglichst schnell woanders bewerben kann. Machen die Arbeitgeber aber nicht. Und ich rate es auch meistens dem Arbeitgeber, es nicht zu tun. Warum nicht? Weil das eines der wenigen Druckmittel ist, die der Arbeitgeber in der Hand hat bei einer Kündigung. Wie wollen Sie denn gegen die horrenden Abfindungsforderungen des Arbeitnehmers anstinken? Unter anderem damit, dass Sie ihm kein Zeugnis geben, was Sie eigentlich machen müssten. Also Sie können ihm ja eine Zeugnisnote 3 aussprechen. Er muss ja beweisen, dass er besser war. Das kann er in der Regel nicht. Und mit Note 3 kann man, habe ich hier schon oft genug gesagt, das kann man in die Tonne kloppen, damit kann man sich nicht bewerben. Sprich, was machen Sie jetzt? Ja, wenn Sie dem die Note 3 geben, aber das ist ja viel Arbeit, deswegen extra ein Zeugnis. Ne? Und deswegen machen die Arbeitgeber das häufig nicht. Natürlich, theoretisch könnte sich der Arbeitgeber Geber hier schadensersatzpflichtig machen, aber der Arbeitnehmer schafft den Nachweis nicht, ja, dass da der Schaden dem entstanden ist aufgrund dieses fehlenden Zeugnisses. So, in der Regel schafft der Arbeitnehmer das nicht, von Ausnahmefällen abgesehen, führt in der Praxis zu keinem Problem. Das heißt, der Arbeitgeber erteilt erstmal kein Zeugnis und dann muss der Arbeitnehmer das, was wir auch immer machen, auf Arbeitnehmerseite mit einklagen und dann ist das Teil des Vergleichs, hey, wenn du den Deal machst, kriegst du auch ein sehr gutes Zeugnis. Ja? Das ist so der normale Ablauf und das ist deswegen einer der für mich auch fiesesten Tricks, obwohl es kein Trick ist. Ja? Der Arbeitgeber macht etwas nicht, also es ist eine Rechtsverweigerung, es ist eine Verweigerung einer rechtlich gebotenen Handlung. Ja? Gut, das machen wir alle des Öfteren. Ja? Deswegen ist es noch kein fieser Trick, aber es gehört hier rein, weil das sind die Dinge, die man den Arbeitgeber eben in solchen Fällen rät, wie man die berät, damit sie halt einen Gegendruck auf den Arbeitnehmer aufbauen können. Danke für die Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie gerne den Kanal. In Teil 4 unserer Miniserie geht es dann um die fristlose Kündigung. Was hat es damit auf sich? Und das ist ein wirklich richtig fieser Arbeitgebertrick. Danke. Tschüss.